Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf Theo Minecraft. Ich bin wieder zurück aus meiner kleinen Winterpause und habe für euch ein Projekt mitgebracht. Wie ich gesehen habe auf YouTube, gehört das zu meinen erfolgreichsten Videos, wo ich das Projekt schon mal gezeigt habe. Allerdings diese Version des Projektes habe ich nie rausgebracht, weil dank dem Versionsupdate das alles nicht mehr funktioniert hat. Ich habe mir gedacht, Mensch, wenn ihr das alle so toll findet, mache ich das Ganze nochmal und diesmal ordentlich, diesmal größer, diesmal besser, diesmal geiler. Ich präsentiere euch. Ja. Herzlich willkommen zu Minecraft Party. Stilo und Theo Minecraft wünschen dir viel Spaß. Du benutzt gerade das deutsche Resource Pack. Damit alles fehlerfrei abläuft, befolge bitte die Anleitung auf deiner rechten Seite. Größtenteils der verwendeten Musik stammt von Nintendo. Copyright Mario Party 8 2007. So, das habe ich gerade nicht live im Video gesprochen. Alles, was ihr jetzt wieder von mir hört, ist wieder live im Video. Was ihr gerade gehört habt, gehört zum Resource Pack, was verwendet wird. Und zwar ist dieses gesamte Minecraft Party mit Voice-Unterstützung. Sprich, es wird jeder Scheiß angesagt von mir. Wir haben Musik durchgehend. Ihr hört jetzt gerade im Hintergrund diese wunderschöne Musik, die sich ändert. Und es ist einfach nur episch. Die Technik ist geil. Und es gibt so geile Sachen. Gucken wir erstmal, für wie viele Leute ist diese Party geeignet? 4? Nein. 5? Nein. 6? Nein. Unendlich. Ja, tatsächlich. Boah, ist das irre. Es können unendlich Spieler dran teilnehmen. Anders als in allen Mario Partys, die ich bislang gebaut habe. Unendlich Spieler. Ich habe das Ganze jetzt allerdings begrenzt auf 30 Spieler. Denn je mehr Spieler dran teilnehmen, desto länger dauert es, bis ihr euren Zug machen könnt. Wie das Ganze funktioniert, werden wir erfahren in diesem Video, was wahrscheinlich vielleicht auch ein paar Parts lang wird. Weil einfach so viel existiert. Wie ist das geregelt? Stidu macht natürlich bei dem Projekt auch mit, was mir eine ganz große Hilfe ist. Er wird Minigames bauen, während ich mich hier um das gesamte Spielfeld kümmere, was auch schon eine Meisterleistung ist. Und wir gehen jetzt einfach mal beim Visitor-Eingang rein, als Besucher, schauen uns diese mega geilen Fahrstühle an, in die ich hier reingehen kann. Der Fahrstuhl fährt dann los, es dauert einen kleinen Moment. Klingling, wir sind oben auf der Aussichtsplattform. Meine Herren. So. Die Aussichtsplattform, da sehen wir das Spielfeld, sieht jetzt erstmal alles noch kirre und durcheinander aus, genau, ist auch alles noch im Baukastmodus. Designt wird das Spielfeld nachher, da werde ich auch noch einige Leute einladen, die da mir helfen werden, das zu sein. So, wir hören, die Musik hat sich auch gerade geändert, weil ich in einem anderen Bereich bin. So, dann fahren wir mal runter in U2, hier wäre die Lounge und die Spleef Arena. Wie gesagt, ich bin gerade noch im Visitor-Bereich, das ist der Bereich für die Leute, die nicht die Party spielen oder zu spät gekommen sind. Wir sehen, jetzt sind wir auch unten beim Spielfeld. Hier ist so eine Art Chunk. Das ganze Spielfeld heißt auch The Minecraft Chunk in der Mitte. So, und wir haben eine Spleef Arena, wo auch die Visitor zugucken können. Aber wie gesagt, dazu kommen wir nachher. Jetzt fahre ich erstmal wieder zurück in die Lobby. Dazu nehme ich den Lift zurück zur Viewing-Plattform, Stockwerk 15. Hier gibt es auch noch mal eine Anzeigetafel für alle, die gerade zuschauen. Es wird hier auch noch mehr hinkommen. Alles noch in der Beta-Version, alles noch im Bau. Denn jetzt würde ich sagen, beginnen wir einfach mal eine Party und schauen uns das Prinzip an, wie funktioniert das denn, dass so viele Spieler mit dran teilnehmen können. So, derzeit bin ich noch alleine. Für ein paar Sachen muss ich dann wahrscheinlich im nächsten Part einen Dummy mit in die Map holen, damit wir es ausprobieren können. Ich habe gerade keinen, mit dem ich dieses Video zeigen kann. Ich bin so alleine. Nein. So, es gibt... Ja, wo fange ich denn an? Wo fange ich denn an? Fangen wir ganz von vorne an. Fangen wir wirklich bei Null an. Wenn ihr die Map bekommt, seid ihr am Anfang in diesem Raum. Die Map ist komplett ausgeschaltet, nichts ist da. Dieser Raum. Hier geht's los. So, dann müsst ihr Admin sein, GameMod 1, geht hier hoch und setzt nun die Regeln. Die könnt ihr nur einmal verändern. Ihr könnt die natürlich dann nachher nochmal verändern, aber dann müsst ihr erst die gesamte Map resetten, was ich gerade im Admin-Raum gemacht habe. Dazu komme ich gleich. So, wie lange soll es dauern, bis die Party beginnt? Da gibt es mehrere Optionen. Ich sage 3 Minuten, ähnlich wie bei Jungle PvP. So, und jetzt, wie soll die Party gestartet werden? Ich empfehle euch die Funktion bei Default, das heißt jeder, der auf den Server geht, kann die Party starten. Das ist ein Knopf, den wir vorhin gesehen haben. Die andere Möglichkeit ist, dass nur ein Admin die Map starten kann. Das heißt, jedes Mal, wenn ihr eine Party spielen wollt, muss ein Admin online sein. Und die letzte Möglichkeit ist für die Leute unter euch, die einen großen Server aufmachen, wo das immer durchlaufen soll, ever. Das heißt, die Party wird immer gestartet und dann loopt es sozusagen. Die Party überprüft, ob genug Spieler da sind und dann startet sie je nachdem. Ich aktiviere jetzt aber Default, was ist die beste Option. So, beides gesetzt.
dann startet die Map, wie wir jetzt im Chat sehen. Und ab jetzt läuft die Map alleine. So, das ist natürlich alles unglaublich geil. So, your Minecraft has been registered. Jetzt hören wir wieder diese wunderschöne Willkommensnachricht. Hören wir sie uns erstmal nochmal in Ruhe an. Herzlich willkommen zu Minecraft Party. Stilo und Your Minecraft wünschen dir viel Spaß. Du benutzt gerade das deutsche Resource Pack. Damit alles fehlerfrei abläuft, befolge bitte die Anleitung auf deiner rechten Seite. Größtenteils der verwendeten Musik stammt von Nintendo. Copyright Mario Party 8 2007. So, und nun ist es Zeit, auch wirklich die Party zu starten. Ich drücke hier auf den wunderbaren Knopf Start Party. Das kann ich jetzt als Default. Ich bin jetzt ja kein Admin, sonst müsste ich GameMod 1 sein. Nur wer GameMod 1 ist, kann hier oben zum Admin-Bereich. Das zeige ich jetzt auch nochmal eben schnell. Der Admin, wenn das aktiviert ist, kann die Party hierüber starten, hierüber stoppen und es wird auch später eine Funktion geben, zu enden. Dann gibt es noch diesen Command, den kann der Admin ausführen, damit er irgendeinen Spieler auf Noob-Modus setzen kann. Stell mal vor, ihr habt einen ganz laggy Rechner. Dann braucht ihr diesen Noob-Modus. Aber wie gesagt, dazu kommen wir gleich. Das ganze Ding ist so komplex. Wow. Schalten wir erstmal diese ganze Musik, die im Hintergrund läuft, aus. Das dauert jetzt einen Moment, die Musik endet bald. Und das ist es hier. Wenn ihr auf diesen Knopf drückt, wird die Map wieder in den Nullzustand gesetzt. Das heißt, nichts mehr geht dann. Und dann könnt ihr diese Basic Game Rules setzen. So, genug gelabert. Start Party, jetzt wird's spannend. Die Party ist somit aktiviert. Diese Mauer fällt nun ein. Und dort ist es die Registry für die Party. Ich gehe jetzt hier rein und registriere mich. Normalerweise müssen zwei Spieler drin sein. So. Und der Spieler wird auch nicht hierhin landen. Der Spieler wird später in einem speziellen Aufhalteraum sein. Der ist noch nicht gebaut. So, und jetzt würde das System überprüfen, ob genug Spieler da sind, wenn die 3 Minuten zu Ende sind. Ich habe das jetzt gecheatet und habe gerade hier eingestellt, dass maximal, dass mindestens ein Spieler da sein muss. Ist natürlich dämlich. Es müssen mindestens 2 Spieler da sein. Aber sonst kann ich euch das ja nicht zeigen. Also starten wir mal schnell die Party. Und in 10 Sekunden geht's dann los. Es gibt jetzt noch einmal die Möglichkeit für jemanden, sich zu registrieren. Letzte Chance. Dann ist vorbei. So, und jetzt werden die Spielregeln erklärt. Die hören wir uns erstmal in Ruhe an. Herzlich willkommen auf dem Spielfeld. Ich erkläre dir kurz die Regeln. Nach einem Minigame wirst du auf das Feld teleportiert und erhältst eine Würfelzahl. Bis dahin kannst du weder dich bewegen noch etwas sehen. Rücke danach um deine Würfelzahl vorwärts. Du musst dann auf deinem Zielfeld den Eisenknopf betätigen. Dein Zug wird überprüft und eventuell eine Aktion gestartet. Wenn du auf dem falschen Feld bist oder beim Versuch dahin zu kommen stirbst oder die Zeit 60 Sekunden abgelaufen ist, wird dein Feld nicht gespeichert. Du kannst dir in Minigames Geld verdienen, welches du brauchst, um dir auf Feld 36 einen Stern für 30 Münzen zu kaufen. Diese Sterne entscheiden über deinen Sieg. Und nun ist es soweit, lasset die Party beginnen. So, jetzt bin ich wieder live da. Jetzt geht's los, die Party beginnt. Schauen wir uns mal an, wie das funktioniert nun. So, alle Spieler werden, sobald die Party beginnt, hier aufgereiht und es wird dunkel. Wie jetzt? Jetzt kann ich mich nicht bewegen, wirklich. Nichts bewegen. Ich werde auf mein Feld teleportiert und es geht los. Es wird gewürfelt. Dein Spielzug hat begonnen. Rücke 6 Felder vorwärts. Yeah, willkommen in Veranda City. Das ist der erste Bereich. 60 Sekunden verbleibend. Jeder Spieler hat eine individuelle Würfelzahl, die ihm gegeben wird. Und das Prinzip funktioniert nach wie vor bei Minecraft Party wie immer, nur unter beschwerten Bedingungen. Erstens, ich habe 60 Sekunden Zeit. Zweitens, ich darf nicht sterben, wie ihr schon wisst. Und drittens, ich muss auf dem richtigen Feld sein. So, das gucken wir uns alle einfach mal an. Ich gehe jetzt... Guck, der Mr. Barker sagt doch was zu uns, dieser NPC da. Ich gehe jetzt mal einfach auf Feld 1 und drücke hier den Knopf. Klick, klick. You have pressed the button, checking your field und... Du befindest dich nicht auf dem korrekten Feld. Tja, Pech gehabt. Zug beendet, ich kann mich nicht mehr bewegen. Jetzt muss ich warten, bis alle anderen Spieler fertig sind. Alle anderen Spieler sind fertig und die Spieler werden hierhin teleportiert. Und jetzt würde ein Minigame beginnen. Aber es gibt noch keine Minigames. So, dann cheate ich mich mal vorwärts auf Feld Nummer 9. So, beim nächsten Mal starte ich von Feld 9, weil ich die anderen Felder noch nicht gebaut habe. So, und dann würde ich sagen, starten wir wieder die Party. Achtung, fertig, los geht's. Nächste Runde. Es wird gewürfelt. Dein Spielzug hat begonnen. Rücke 2 Felder vorwärts. So, jetzt spielt auch eine andere Musik, wie ihr hört. Jetzt sind wir auch hier bei diesem Minecraft-Chunk. Und jetzt ergibt das auch Sinn, warum man nicht sterben kann. Das Ganze ist eine Art Map, die alles abfragt. In diesem Fall Parcours. Es wird aber auch Rätsel geben und so. Wusstet ihr schon? Ein Minecraft-Chunk ist 16x16 Blocks weit. Lol.
Genau, das hier ist ein Aktionsfeld, dazu kommen wir gleich, das hat was mit diesem Spleef zu tun. Und jetzt heißt es nicht failen, auf dem Weg zum Feld 11. Hier im Chat steht auch immer schön, auf welches Feld es geht. Feld 11, das ist das Richtige und... Deine Position wurde erfolgreich geprüft und wird jetzt gespeichert. Oh mein Gott, ist das geil. Juhu, das war schon, jetzt bin ich auf Feld 11, alles hat wunderbar geklappt, alles bestens geklappt. Dann gehe ich mal auf Feld Nummer 18. Denn da beginnt ein richtig geiler Parcours, um es euch einfach mal zu zeigen. Und ich starte wieder die Party. Die Musik bleibt da noch die gleiche, weil ich noch keine neue eingebaut habe. Gleichzeitig habe ich 3 Tracks eingebaut. Es wird natürlich später mehr sein, damit es nicht so langweilig wird. Es wird gewürfelt. Ich kann mich nicht bewegen, ne? Dein Spielzug hat begonnen. Rücke 3 Felder vorwärts. 60 Sekunden verbleiben. Erst jetzt kann ich mich ja wieder bewegen, wie ihr seht. Und wow, Hardcore-Parcours. Mal gucken, ob ich das jetzt schaffe. Da es natürlich im Video ist, ist es unwahrscheinlich, dass ich das jetzt schaffen werde. Ja, vielleicht doch. Ich gehe vor Feld 21, ne? Wow, das ist echt mies. Jetzt macht die Zeit auch Probleme. Wow. Also es ist schaffbar. Ich hoffe, das beweise ich hier mit diesem kleinen Video. Wow. Das ist echt geil. Aber ich zeige euch, was passiert, wenn ich sterbe. Oh. 30 Sekunden. 30 Sekunden. Tschick. Da du gestorben bist, ist dein Zug leider ungültig. Deine Position wurde nicht gespeichert. Tja, Pech gehabt. Und schon bin ich hier oben wieder auf diesem Bereich. Gucken wir uns das Feld weiter mal an. Ich habe mir jetzt gerade einen Freestyle-Button, werdet ihr später nicht haben. Jetzt sieht man da hier durch die Chunk Legs, wie das Ganze funktioniert hier mit dem Einbrechen. Ja, da unten sind Command-Block-Minecarts. So, dann gibt es hier diesen Wald, da wird was anderes abgefragt, Irrgarten. Dann wird es natürlich noch mehr Rätsel geben. Ich weiß nicht, ob ihr Wii U Party kennt oder Wii Party. Das ist nicht Mario Party, sondern Wii Party und so. Da gibt es manchmal so Felder, da kommst du nicht weiter, außer man hat eine spezielle Würfelzahl gewürfelt. Und sobald man dieses Rätsel dann dort gelöst hat, kommt da jeder Spieler weiter. Er macht gerade keinen Sinn, was ich sage, oder vielleicht versteht es auch nicht ganz. Aber sowas wird es auch geben. Und wer eine leckere Pepsi will, kann sie sich ja auch holen. Ein bisschen Schleichwerbung muss ja drin sein. Potion of Pepsi. Ja, ja, kommen wir dann noch zu anderen Sachen. Was gibt es denn noch zu zeigen? Mensch, ist das viel hier. Wir haben hier diesen Chunk. Ich kann euch ja einmal dieses Labyrinth, also diesen Irrgarten hier zeigen. Diese Aktion, die zeige ich euch im nächsten Part dieses Videos. Da hole ich mir einen kleinen Dummy in die Map. Vielleicht habe ich auch jemanden dabei. Ich guck mal, ob ich jemanden auf Skype finde, der gerade Lust hat, mit mir ein Video zu machen. Gibt nicht viele Leute, die dazu Lust haben, mit so einem komischen Typ wie mir ein Video zu machen. Haha. Nein, Spaß. So, 12. Es ist nicht gerade leicht. Ach ja, den Noob-Modus habe ich noch gar nicht erklärt. Das erkläre ich euch dann so. Es geht dann hier weiter. Bleibt da. Wie gesagt, es ist nur das Spielfeld, ne? Es kommen noch Minigames. Ich werde auch Minigames bauen, aber größtenteils Stidu, weil der kann's halt. So, geht's hier weiter. Ihr könnt euch drauf einstellen. Es ist schon wirklich schwer. Wenn ihr eine 6 würfelt, dann müsst ihr euch schon beeilen, weil dann die Zeit zu bank macht. Aber das ist mit Absicht, damit ihr nicht einfach die ganze Party zögert. Also ihr haltet euch maximal, wenn jetzt sagen wir alle 30 Spieler spielen, haltet ihr euch 2,5 Minuten auf dem Feld auf. Dann geht's schon weiter. Warte mal, nee, warte. Nee. Doch, doch, 2,5 Minuten maximal auf dem Feld. Das ist schon relativ fair. Denn das System zum Würfeln braucht 2 Sekunden, bis jeder seine Würfelzahl bekommen hat, circa. Also, wir bekommen nicht alle gleichzeitig die Würfelzahl, sondern hintereinander, das sollte gesagt sein. Bis dahin kann ich mich auch nicht bewegen. Und es dauert maximal 2 Sekunden von einem zum anderen. Und wenn jetzt 30 Spieler da sind, wenn ihr dann Pech habt und der 30. Spieler seid, müsst ihr eine Minute drauf warten, bis ihr eure Würfelzahl bekommt. So, und dann eine Minute Zug. Und dann nochmal das Ganze hin und her teleportieren, macht insgesamt 2,5 Minuten, die ihr maximal auf diesem Feld seid, dann geht's schon los mit dem Minigame. Es gibt verschiedene Spielmodi, die dann eingestellt werden können. Die ganze Map lässt sich wie Jungle PvP resetten und wird sich auch automatisch resetten, wenn keine Spiele online sind. Bei Jungle PvP hat mich da nur gestört, dass wenn man mal eben kurz den Server neu gestartet hat, warum auch immer, dann wird auch die Map resettet. Das wird hier nicht so sein. Das heißt, wenn kein Spieler mehr drauf ist, gibt es erst einen Countdown von 2 Minuten und wenn dann immer noch keiner online ist, dann resettet sich die Map komplett in den Anfangszustand. Damit wäre dieser kurze Part auch schon zu Ende, denn im nächsten Video möchte ich euch die Spleef Arena zeigen und den anderen Teil. Ihr seht, sau viel Technik für das kleines bisschen, was ich euch gerade gezeigt habe, obwohl, wenn man mal bedenkt, zum Ende, wenn es fertig ist, ist es doch immer komplexer
komplizierter als es ist. Ich zeige euch auch im nächsten Part die Technik. Vielleicht wird sogar einen dritten Part, wo ich nur die Technik zeige, weil das Ganze schon wirklich komplex ist. Zeigt mir, dass ihr das Projekt mögt. Gebt einen Daumen hoch für dieses Video. Ich hoffe, euch gefällt das Projekt. Schreibt doch einfach mal in die Kommentare, was ihr davon hält. Eure Meinung ist mir vor allen Dingen ziemlich wichtig. In diesem Jahr 2014 habe ich mir geschworen, viel mit euch zu interagieren, weil ihr seid ja immerhin die Leute, die meine Videos guckt, und das Ganze mache ich ja natürlich auch für euch. Also schreibt in die Kommentare, was ihr meint, was ihr wollt. Habt ihr Verbesserungsvorschläge? Wollt etwas hier einbauen? Wollt ihr selbst ein Minigame bauen? Alles ist möglich bei dieser Party. Wenn ihr ein Minigame bauen wollt, was ich wahrscheinlich auch machen werde, dass ihr Minigames bauen wollt, we will see, wie wir das machen. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Tschüssi!